Mit einem Rahmenabkommen soll es zum EU-Schleichbeitritt kommen. Hiermit begrüßen wir Sie aus dem Studio St. Gallen. Wieder und wieder sagen engagierte Schweizer Nein zum schleichenden EU-Beitritt. Doch zwischen Bern und Brüssel wird eifrigst verhandelt. Nur darf die Öffentlichkeit vom Inhalt der laufenden Gespräche nichts erfahren. Man werde, behaupten selbst Bundesräte, die Schweizer Unabhängigkeit keineswegs preisgeben. Es gehe um die Erneuerung des bilateralen Wegs. Doch wer der Schweiz die automatische Übernahme von EU-Gesetzen und EU-Beschlüssen zumuten und sie dem EU-Gerichtshof unterstellen will, wer diesem EU-Gerichtshof selbst Sanktionen vom Bundesrat neuerdings als Ausgleichsmaßnahmen verniedlicht, zugesteht, der hat nicht die Erneuerung des bilateralen Wegs im Sinn. Indem er die Schweiz zur bloßen Befehlsempfängerin erniedrigt, zerstört er in Wahrheit das bilaterale Verhältnis. Dies findet auch statt, wenn der Bundesrat die Umsetzung der von Volk und Ständen am 9. Februar 2014 gut geheißenen Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung verfassungswidrig von der Zustimmung Brüssels abhängig macht. Ein Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt leistet dem Versuch, die Schweiz dem Willen der EU zu unterwerfen, entschieden Widerstand. Sie bitten um Ihre Unterstützung Ihrer Anstrengungen. Herzlichen Dank. Im Anschluss nun die Details im Überblick. Mit einem Rahmenabkommen soll es zum EU-Schleichbeitritt kommen. Und so wird es gemacht. Erstens Vorgeschichte. Obwohl Volk und Stände am 6. Dezember 1992 mit Rekordstimmbeteiligung von 78,7% den EWR-EU-Vertrag abgelehnt hatten, hält der Bundesrat am strategischen Ziel EU-Beitritt fest. Das im Frühjahr 1992 in Brüssel gestellte Beitrittsgesuch wurde bis heute nicht zurückgezogen. Im Volk verliert der EU-Beitritt markant an Anziehungskraft. Gemäß ETH-Umfrage heißen heute noch 16% der Schweizer Bevölkerung den EU-Beitritt gut. Auch Bundesbern weiß, der EU-Beitritt wäre in einer Volksabstimmung chancenlos. Deshalb wird ein indirekter Weg zur EU-Mitgliedschaft gesucht. Bundesbern spricht ständig von der Erneuerung des bilateralen Weges. Doch der Bundesrat will, dass die Schweiz große Teile des EU-Rechts automatisch übernimmt, ohne Schweizer Mitsprache. Die Schweiz geriete damit in die Position eines Brüssel-untergebenen Landes. Zweitens, das Verhandlungsmandat, ein Unterwerfungsvertrag. Am 21. Dezember 2012 teilte der damalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso der Schweiz brieflich mit: Weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen Brüssel und Bern seien nur noch möglich, wenn Bern der institutionellen Einbindung der Schweiz in die EU-Strukturen zustimme. Wenig später schlug der Bundesrat der EU-Kommission vor, die institutionelle Einbindung in einem Rahmenvertrag zu regeln, der für alle jetzigen und künftigen bilateralen Vereinbarungen zwischen Bern und Brüssel verbindlich sein soll. Nach Vorverhandlungen auf Diplomatenebene wurden am 13. Mai 2013 in einem sogenannten Non-Paper die Dreieckpfeiler des von der Schweiz der EU vorgeschlagenen Rahmenabkommens festgelegt. Erstens. Die Schweiz hat alle EU-Beschlüsse zu Sachbereichen, die in heutigen und künftigen bilateralen Verträgen geregelt werden, automatisch zu übernehmen. Faktisch Übernahme des Acquis communautaire. Zweitens. Die Schweiz hat den EU-Gerichtshof anzuerkennen als höchste, unanfechtbare richterliche Instanz bei Meinungsverschiedenheiten zur Auslegung von bilateralen Verträgen. Drittens. Sollte die Schweiz Entscheide des EU-Gerichtshofs, zum Beispiel wegen eines davon abweichenden Schweizer Volksentscheids, einmal nicht übernehmen können, dann soll die EU gemäß Bundesrat das ausdrückliche Recht erhalten, Sanktionen, also Strafmaßnahmen, gegen die Schweiz zu erlassen. Die Schweiz nimmt mit diesen drei Zugeständnissen an die EU einen derart weitgehenden Souveränitätsverzicht in Kauf, dass der vorgesehene Rahmenvertrag wahrhaftig den Charakter eines Unterwerfungsvertrages annimmt. Staatssekretär Yves Rozier, der im Auftrag des Bundesrates die Verhandlungen mit der EU führt, verhehlte die Bereitschaft der Schweiz zur automatischen Übernahme von EU-Recht nie. Rozier wörtlich:
Ja, es sind fremde Richter, aber es geht auch um fremdes Recht. NZZ-Zeitung am Sonntag, 19. Mai 2013. Drittens. Personenfreizügigkeit. Bundesrat gibt EU Vorrang. Am 9. Februar 2014 haben Volk und Stände der Schweiz mit ihrem Ja zur Initiative gegen die Masseneinwanderung dem Bundesrat zu einer Neuaushandlung der Personenfreizügigkeit mit der EU innerhalb 3 Jahren verpflichtet. Solche Neuverhandlungen kann jeder Vertragspartner auf Grundlage von Artikel 14 und Artikel 18 des Freizügigkeitsabkommens verlangen, wenn sich die Verhältnisse gegenüber den bei Vertragsabschluss festgehaltenen Annahmen deutlich verändert haben. Der in der Volksabstimmung angenommene Verfassungsartikel hält fest, dass die Schweiz mittels Festlegung von Kontingenten sowie Inländervorrangs auf dem Arbeitsmarkt wieder eigenständig über die Einwanderung ins eigene Land entscheidet. Eigenmächtig hat der Bundesrat den ihm vom Volk erteilten Verhandlungsauftrag so erweitert, dass nur eine solche Regelung mit Brüssel in Frage komme, welche die Zustimmung der EU genieße. Eine grobe Verfälschung des Abstimmungsergebnisses. Wenn, was voraussehbar ist, eine Verhandlungslösung nicht erzielbar ist, dürfte der Bundesrat den geplanten Rahmenvertrag als Vehikel nutzen, das Abstimmungsergebnis vom 9. Februar 2014 zu annullieren. Dies ist möglich, weil die Schweiz aufgrund des geplanten Rahmenabkommens alle EU-Beschlüsse zu in bilateralen Verträgen geregelten Fragen automatisch übernehmen muss. Da auch die Personenfreizügigkeit in einem bilateralen Vertrag geregelt ist, übernimmt der Rahmenvertrag, so er zustande kommt, Brüssel die alleinige Gesetzgebungskompetenz über alle Fragen der Migration und Einwanderung. Die Schweiz hätte solche EU-Beschlüsse automatisch zu übernehmen, ohne jede Mitbestimmung. Die direkte Demokratie wäre schachmatt. Faktisch überstimmt dann die EU den Schweizer Souverän. Viertens. Die formellen Verhandlungen. Die EU verabschiedete ihr Verhandlungsmandat zum Rahmenvertrag mit der Schweiz im Juni 2014 mit 2 gegenüber dem Non-Paper zusätzlichen Forderungen. Die Schweiz müsse erstens der Einrichtung eines Überwachungsorgans zustimmen, das, von der EU personell zusammengesetzt, aber in der Schweiz stationiert, die Einhaltung von der von Bundesbern zugestandenen Konzessionen zu überwachen hätte. Und zweitens seien die bisher von Fall zu Fall jeweils bei Osterweiterungen von der EU anbegehrten Kohäsionszahlungen der Schweiz fortan automatisch in Form von Jahresbeiträgen zu leisten. Die Schweiz würde mit dem geplanten Rahmenvertrag der EU gegenüber also zu einem tributpflichtigen und von Brüssel überwachten bzw. befugten Gebiet. Die Schweiz wäre nicht mehr ein souveräner, mit der EU bilateral also einvernehmlich verhandelnder Staat. Sie würde zu einer tributpflichtigen, von Brüssel überwachten Befehlsempfängerin. Die formellen Verhandlungen zum Rahmenvertrag begannen im Juli 2014. Infolge der Gesamterneuerung aller EU-Organe per 1. November 2014 wurden die Verhandlungen ohne sichtbares Zwischenergebnis Ende Oktober 2014 unterbrochen. Seit Frühjahr 2015 wird, allerdings hinter verschlossenen Türen, weiter verhandelt. Die 28 EU-Staaten haben am 16. Dezember 2014 einen Bericht zu den EU-Beziehungen mit der Schweiz verabschiedet. Dieser Bericht erteilt jeglicher Aufweichung der Personenfreizügigkeit eine klare Absage. Würde die Schweiz deren Aufrechterhaltung in Frage stellen, wären gemäß EU nebst den bilateralen auch die Schengen- und Dublin-Verträge tangiert. Es scheint zwischen beiden Verhandlungspartnern Einigkeit darüber zu bestehen, dass bis zu den eidgenössischen Wahlen vom 18. Oktober 2015 keine Zwischenergebnisse zu den laufenden Verhandlungen bekannt gegeben werden. Die EU-Kommission vertraut offensichtlich darauf, dass der Schweizer Bundesrat, wenn Brüssel auf seinen Standpunkten beharrt, durch schweizerische EU-Freunde, inklusive Parlamentarier, und brüsselfreundliche Schweizer Medien derart unter Druck geraten werde, dass er sich Schritt für Schritt den Brüsseler Standpunkten fügen werde. Fünftens. Zeitplan.
Ein Verhandlungsergebnis ist auf Ende 2015, Anfang 2016 zu erwarten. Die parlamentarische Beratung darüber wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2016 stattfinden. Die Unterschriftensammlung zum voraussichtlich dem fakultativen Referendum unterstellten Rahmenvertrag dürfte damit circa Mitte, die Volksabstimmung gegen Ende 2016 stattfinden. Für jede Unterstützung zur Verhinderung einer Unterwerfung der Schweiz unter das Diktat von EU oder anderweitigen Fremdherrschaften, besten Dank. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.